Wir haben verdient gewonnen. Pal Dardai, in der ersten Halbzeit war es fast perfekt. Wir haben nicht nur gewonnen, wir haben verdient gewonnen. Es war eine individuell große Leistung von vielen Spielern, Niko Kovac in der Pressekonferenz. Wenn man als Bayern 0:2 in Berlin verliert, glaubt einem keiner, dass man mit der Leistung zufrieden sein kann. Ich will nach der Niederlage nicht anfangen, alles schwarz zu sehen. Es ist ein bisschen surreal, Per Skelbred, darauf habe ich lange gewartet. Gegen Bayern gewinnen, das ist ganz komisch, fast ein bisschen surreal. Du guckst auf die Anzeigetafel, da steht 2:0. Ich habe es auch schon erlebt, dass bei den Bayern einen neuen Stand. Glück gehört natürlich auch dazu. Aber in der ersten Halbzeit waren wir giftig, haben uns die Bayern großen Raum gelassen. Die Bayern sind keine Roboter, Javairo Dilrosun, in der Bundesliga kann jeder jeden schlagen. Selbst die Bayern sind keine Roboter, Arne Meyer, das ist schon was Besonderes heute, einfach ein super Gefühl. Wir haben uns sehr gut auf den Gegner vorbereitet. Wir haben uns in der ersten Halbzeit in jeden Zweikampf geworfen. In der zweiten sind wir gelaufen, bis uns die Lunge rausgekommen ist. Ohne Niederlage werden sie nicht durch die Saison kommen, Michael Preetz, Niko Kovac, wir müssen jetzt nicht anfangen, alles schlecht zu machen. Das passiert. Wir werden zusehen, dass wir in den nächsten Spielen wieder erfolgreich sind. Pal Dardai, wir haben heute verdient gewonnen, sagte der Ungar. Wir haben in den wichtigen Momenten wichtige und schöne Tore geschossen. Nach so einer langen Bundesliga-Karriere kann ich endlich sagen, ich habe Bayern München geschlagen. Per Skelbred, 167 Bundesligaspiele für den HSV und Hertha BSC, ein Beleg dafür, dass nackte Zahlen nicht immer zeigen, wie ein Spiel ausgeht, war das Spiel am Freitagabend. Seht selbst unser Spielbericht zur Spitzenparty des sechsten Spieltags, nachdem die Bayern womöglich nicht mehr Tabellenführer sind nach dem zweiten sieglosen Spiel in Serie, von denen eine schon fast vorbei ist. Jetzt kommt noch Youngster Jastrzębski für die Dilrosun. Ein weiteres Tor und die Berliner zögen an den Bayern vorbei auf Platz 1. Apropos vorbeiziehen, das tut in diesem Moment der Schuss von Niklas Süle am Hertha-Tor. 2:0 nach 87 Minuten. Erst wird Wagner im Strafraum getroffen, die Pfeife des Schiedsrichters bleibt aber stumm. Nach dem anschließenden Eckball köpft Lewandowski völlig frei aufs Tor und findet seinen Meister in Kraft. Noch weniger als 10 Minuten. Der Rekordmeister nähert sich dem 1:2 an. Gnabry verzieht aus Spitzenwinkel mit einem Volley-Schuss nur um rund 1 Meter. Viel Zeit bleibt nicht, die Schlussviertelstunde läuft. Sandro Wagner kommt für James. Die Berliner konzentrieren sich auf die Defensive und lassen sich in der Bayern-Hälfte nur noch selten blicken. Bisher geht der Plan auf. Nach einer Ecke steigt Ribéry am ersten Pfosten hoch und köpft den Ball auf die lange Ecke. Kraft ist im letzten Moment mit einer Hand dazwischen, sonst hätte Lewandowski nur noch ein schieben müssen. Glück für die Hertha, noch 20 Minuten. Heute hat er selten gewirbelt, Renato Sanchez wird durch Serge Gnabry ersetzt. Die Bayern suchen nun ihr Heil in der Offensive. Was bleibt ihnen auch anderes übrig? Sie liegen noch immer mit 2 Toren hinten. Die letzte Offensivpatrone ist dann noch Sandro Wagner. Mal sehen, wann wir ihn sehen. Positionsgetreuer Wechsel bei der Hertha. Der Torschütze zum 1:0 geht und wird durch Davy Selke ersetzt. Kalou übernimmt die Kapitänsbinde. Nach 60 Minuten steht es 2:0. 52. Minute. Und nun doch der erste Wechsel, Thomas Müller, der schon in der Halbzeit eingewiesen wurde, ersetzt den schwachen Arjen Robben. Punkt. Kurz zuvor hatte David Alabas Schuss wie ein Strich den rechten Torpfosten nur knapp verfehlt.